Ngannou und Jones treffen aufeinander. Updates zur Anklage von Conor McGregor und Chimaev hat wohl möglich weiterhin Visaprobleme. Das sind die Themen des Tages. Mein Name ist Flo. Herzlich willkommen bei den MMA News. Sehr viel passiert am Wochenende, das man thematisieren könnte. Ich denke einfach so Live-Ticker-mäßig, eine Reihe an Ergebnissen muss ich hier nicht wiedergeben. Da wird wohl jeder mitbekommen haben, was ihn interessiert. Worüber man eher sprechen sollte, ist, was die ganzen Ergebnisse so mit sich bringen. Armin Tsarukyan fordert nach seinem Sieg gegen Joachim Silva, welcher ihn ja in der zweiten Runde zum Wackeln brachte, dennoch erstmal Islam. Dann ruderte er etwas zurück auf Dariush oder Chandler. In den Augen einiger Fans hätte der Kampfverlauf sein Ansehen so als potenzieller Future Champion etwas geschädigt, aber der Mann aus Armenien glaubt weiterhin daran, dass er als nächstes einen Topmann aus dem Leichtgewicht kämpfen wird. Das Main Event lieferte auf jeden Fall ab. Ich meinte ja im Vorhinein, dass ich gar nicht so super hyped auf den Kampf war. Ich würde auch nach wie vor sagen, dass wir da nichts gesehen haben, dass ein Adesanya oder Whittaker allzu sehr besorgen sollte. Aber wie sehr Cannonier ihr seinen Output erhöhen konnte, war schon dennoch sehr eindrucksvoll. Natürlich auch durch die Hilfe von Vettoris Ork-Modus, wie Adesanya ihn mal betitelte, also durch seinen unermüdlichen Vorwärtsgang ohne wirkliche Maid-Bewegung oder Blocken, aber eben auch ohne Wegbrechen, konnte Cannonier einen neuen Rekord für die meisten signifikanten Treffer jemals in einem UFC-Mittelgewichtskampf setzen. 249 signifikante Treffer feuerte Killer Gorilla ins Ziel. Das ist meine Ansage. Im Nachhinein sagt er noch, dass er auch für einen Kampf gegen Chimaev bereit wäre, wenn ein Sieg ihm den anschließenden Titelshot sichert. Glaube persönlich nicht, dass sie das Match ansetzen, aber man darf schon gespannt sein, gegen wen Khamzat im Mittelgewicht als nächstes ran darf. Vielleicht täusche ich mich ja auch. Da nicht alle Leute Prelims schauen, noch schnell eine Zusammenfassung von Dennis Bondas Kampf aus dem Planet Eater. Für ihn lief es leider nicht so super. Das ukrainische Fliegengewicht lieferte sich ein gutes Hin und Her mit Carlos Hernandez. Er showboardet viel und hat auf jeden Fall seine Szenen, verliert aber auf allen Punktezetteln den Kampf. Aufreger des Kampfes war letztendlich vor allem, dass Hernandez ihn in den letzten Sekunden des Kampfes wirft, mit üblen Ellenbogen nachsetzt und der Referee mit einer einzigen verbleibenden Sekunde auf der Uhr den Kampf abwinkt. Eine Wiederholung zeigt jedoch, dass Hernandez beim Wurf so mit seinem Kopf voran in Bonda einschlägt und man das Finish deshalb nicht als solches wert ist. Der Rest der Runde, aufgrund des späten Finishs, also quasi die ganze Runde, wird deshalb doch bewertet, aber Dennis verlor eben auch so. Aufreger des Kampfes war vollständigkeitshalber auch noch, dass Bonda am Ende der zweiten Runde ein illegales Knie brachte, so ein bisschen Piotr Jan Sterling mäßig, nur sehr viel lockerer und nicht so gezielt zum Kopf. Herb Dean sagt, dass das Knie in erster Linie Richtung Schulter ging und lässt keinen Punkt abziehen. Ich habe für ihn geroutet, aber muss ehrlich sagen, dass ich das anders sah, aber letztendlich hat er sich gut verkauft, war ein spaßiger Kampf. Bei Bellator verteidigte Sergio Pettis seinen Bantamgewichtstitel ja gegen Patricio Pitbull. Es gab anschließend ein Face-Off im Cage mit Patchy Mix. Das wird ein kranker Kampf. Corey Anderson schoss nach seinem Sieg noch ein bisschen in Richtung UFC und sagte, dass Bellator die besten Light Heavyweights der Welt hätte. Vor allem dem UFC-Champion Jamal Hill schmeckte das gar nicht und die beiden stritten sich im Anschluss auf Twitter. Hill veröffentlichte auch ein YouTube-Video zu dem Thema und gab auf quasi allen Kanälen bekannt, dass er die Behauptung als Bullshit ansieht. Bei der PFL gab es vor allem eine interessante Szene neben dem Cage. John Jones, welcher für seinen Teamkameraden Maurice Greene vor Ort war, traf auf Francis Ngannou. Es gab ein Face-Off und einen interessanten Dialog. Dass das passiert ist, haben wohl fast alle von euch gesehen, aber ob die Worte die vielen, die er mitbekommen hat, weiß ich nicht. Ich gebe es also nochmal in einer kurzen Zusammenfassung wieder. Ngannou sagt zu Beginn, dass er hier, also bei der PFL, Jones dort, also bei der UFC sei und man sich in der Mitte treffen soll. Der Kampf müsste geschehen. Fraglich natürlich, was die Mitte sein soll. Eine Kooperation vermutlich. Jones sagt, dass er den Smoke, schwer zu übersetzen, den Stress, sage ich mal, doch eigentlich gar nicht will. Francis antwortet, dass er all den Smoke will. Jones nennt sich daraufhin den einen echten König. Er sei das immer gewesen, seit dem Tag, an dem man den Sport begonnen hat und wird auch als solcher sterben. Francis antwortet souverän, dass das fürs Light Heavyweight stimme, aber im Schwergewicht eine andere Sache sei. Jones sagt, wir werden sehen und korrigiert sich dann zu, wir hätten sehen können, aber du bist gegangen. Francis antwortet, du warst 3 Jahre inaktiv, darauf verweisend, dass er in der Zeit immer den Kampf wollte. Jones meint, dass er die Größe erreichen musste, um Francis den Arsch zu versohlen. Und Francis antwortet, that's a good 3 years. Weiß nicht, was er damit meint, aber er schiebt nachher, dass er den Kampf immer annehmen würde. Er will Jones als Gegner und ihm wiederum in den Arsch treten. Damit endet das Material, das es online von dem Aufeinandertreffen gibt.
Spannend. Was glaubt ihr? Bleibt es für immer Wunschdenken, dass wir diesen Kampf doch noch irgendwann sehen? Und zu guter Letzt kommen wir zu Octagon. Lief nicht allzu super aus deutscher Sicht. Kein Deutscher mehr im Game-Changer-Turnier und auch Popek musste ohne Gürtel nach Hause gehen. Hafeni Nafuka gewann jedoch dominant mit einer sehr schnellen Submission und auch Rafael Xavier, das in Berlin trainierende Light Heavyweight, über welches ich am Freitag sprach, gewann seinen Kampf. Leider jedoch sehr unschön. Sein Gegner Mateusz Strelczyk brach sich beim Blocken eines Kicks das Schien sowie Wadenbein. Sehr bittere Sache, Horrorverletzung natürlich, gute Besserung wünscht man selbstverständlich. Octagon verkündete an dem Wochenende noch eine aus deutscher Sicht sehr große Nachricht, oder drei Nachrichten, wenn man so will. Islam Dulatov, Kerem Engizek sowie Dennis Ilbay haben alle bei der tschechischen Organisation unterschrieben. Kurz mal gefühlt das halbe UFD-Gym unter Vertrag genommen. Crazy. Komm, zeige ich euch auch noch, gab noch ein paar Aufseher bei Glory. Im Kampf zwischen Kevin Tadic Osram und Antonio Plaschibat musste kurz der Referee Kinn beweisen. Ja, er ging runter, aber hat doch einfach einen ordentlichen Haken nehmen müssen. Respekt. Und Ulrich Bokeme verlor einfach trotz Mundschutz zwei Schneidezähne. Sehr bitter. Zu der Anzeige von Conor McGregor gibt es auf jeden Fall auch ein paar Updates. Die Videos, welche von TMZ nach dem ersten Bericht veröffentlicht wurden, zu welchen ich ja am Freitag noch sagte, dass man erstmal vorsichtig mit der Information umgehen sollte, dass es sich dabei wirklich um Aufnahmen des angeblichen Opfers handelt, scheinen das zu zeigen, was gesagt wurde. Was jetzt noch dazu kam, war ein Video, das die Klägerin, welche sich offenbar von vornherein nur außergerichtlich äußern wollte, zeigt, wie sie offenbar nach der angeblichen Tat noch Zeit mit Conor verbringt. Diese Videos brachten sie jetzt dazu, dass sie ihre Story zweimal änderte. Zu Beginn korrigierte sie ihre erste Schilderung, dass sie von den Securities ins Bad gedrängt worden sei, weil es ja dieses Video gab, wie sie Connor so reinwinkt. Nun durch dieses zweite Video auch noch, dass sie direkt im Anschluss verschwand, was noch Teil ihrer ersten Story war. Diese Änderungen machen die Anschuldigung natürlich nicht gerade glaubwürdiger. Es sieht also alles danach aus, als ob Connor die ganze Geschichte ohne juristische Strafen überstehen wird. Natürlich, und vor allem, weil mir mehrere Leute schrieben, dass ich jetzt ja meine Worte vom Freitag bereuen sollte, ändert das nichts an meiner Meinung, man sollte bei solchen Geschehnissen lieber vorsichtig in seinem Urteil sein. Daran wird selbstverständlich auch kein Freispruch etwas ändern. Ich hatte an der ganzen Geschichte von Anfang an meine Zweifel, hab das auch in einem kurzen Satz am Freitag gesagt, aber rein theoretisch kann es natürlich dennoch sein, dass die Frau von mir aus aufgrund irgendwelcher Substanzen im Körper und der traumatischen Erlebnisse nach und nach ihre Erinnerungen wieder erlangt und wirklich am Anfang verwirrt war, jetzt aber die Wahrheit wieder rekonstruieren kann. Ist eh nicht so, aber im Bad waren wir eben nicht dabei und wenn es halt wirklich mal eine Story gibt, bei der alles nach Unschuld aussieht, aber jemand schuldig ist, ist man halt ein großer Idiot, wenn man im Internet lauthals irgendwen Lügnerin genannt hat, obwohl man die Geschichte nur als Außenstehender vom anderen Ende der Welt beurteilt. Mehr wollte ich euch am Freitag auch nicht sagen. Ich glaube, das haben viele immer noch nicht verstanden und ich freue mich natürlich, wenn der größte Star unseres Sports kein Sexualstraftäter ist, als ob ich mir sowas als MMA Fan wünsche. Interessanterweise schreiben zwei hochkarätige Fliegengewichte aus der UFC in einem auffälligen engen Zeitraum zueinander auf Twitter, dass sie zeitnah Fight News haben und setzen eine australische Flagge dahinter. Die Rede ist von Kai Cora Franz und Manel Karp. Man könnte also mutmaßen, dass die beiden miteinander gematcht wurden und wir sie wohl bei UFC 293 in Sydney gegeneinander sehen werden. Wäre natürlich geil. Chimaev will endlich wieder in den Cage steigen und schreibt auf Twitter nochmal, dass er bereit dazu sei. Paris oder Abu Dhabi wünscht er sich als Austragungsorte. Seit dem Sommer letzten Jahres gibt es ja die Nachricht, dass Chimaev kein US-Visum mehr hat. Ich habe zumindest bisher noch nichts anderes gehört. Zu Kriegsbeginn soll ja sogar phasenweise sein Pass einbezogen worden sein. Gut möglich, dass zumindest ersteres nach wie vor ein Thema ist und er daher keine US-Events aufführt. Klingt jedenfalls nicht abwegig, dass die USA aktuell keine Visa-Anträge von Russen annimmt. Sicherlich auch etwas uncool für die UFC, aber Chimaev auf europäischem Boden wäre natürlich groß, auch wenn mein Bauchgefühl mir eher sagt, dass sie ihn in Abu Dhabi kämpfen lassen. Antonio Bigfoot Silva hat im Alter von 43 seine jüngste Entscheidung, nicht mehr im Kampfsport anzutreten, widerrufen und will nun doch nochmal aktiv werden. Er verkündet auf Instagram, dass er für seinen letzten Kampf bei Kingdom Fighting gerne ein Rematch hätte. Besorgniserregend und irgendwie einfach traurig, finde ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine andere Motivation als Geld für ihn gibt. Um wen sich Fans auch Sorgen machen, ist Alistair Overeem. Er war am Wochenende wohl bei Ryzen und bei diesem Besuch war zu sehen, dass der Niederländer eine sehr große Menge an Gewicht verloren hat. Hoffen wir mal, dass er einfach nur wahnsinnig viel Cardio macht und seine Ernährung umgestellt hat oder so und keine gesundheitlichen Probleme hat.
Dass Mark Zuckerberg sich in BJJ verliebt hat, berichtete ich ja bereits in der allerersten Folge der MMA News. Am Wochenende tauchten Videos auf, wie er mit dem One-Phänomen Mikey Musumeci trainiert. Scheint also motiviert wie eh und je zu sein, der Milliardär. Ein paar spannende Kampfansetzungen gab es vor allem aus deutscher Sicht. Max Holzer wird bei NFC 15 in Essen einen Title-Shot im Bantamweight bekommen. Sein Gegner wird der erstmals in dieser Gewichtsklasse antretende Maurice Adorf sein. Stattfinden wird der Kampf am 23. September. Ein weiterer verkündeter Kampf für dieses Event wird ein Rhein-Main-Duell im Schwergewicht sein. David Balewski aus dem MMA Spirit wird gegen den Wiesbadener Simon Schuster antreten. Schreit natürlich nach vorzeitigem Sieg, man darf gespannt sein von wem. Darüber hinaus hat Anatoly Bal, welcher ja am 8. Juli auf der Undercard der PFL Europe in Berlin kämpfen wird, einen neuen Gegner. Eigentlich sollte es ja ein Duell zweier Deutscher sein, aber Safa Mosen musste den Kampf verletzungsbedingt absagen. Einspringen wird der Spanier Sabas Santana Guedes. Mit diesem Update beende ich die heutige Folge. Ich danke wie immer fürs Einschalten. Wie immer auch der Hinweis, lasst ein Abo da, solltet ihr Gefallen an dem Format haben und das bisher noch nicht getan haben. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.